Ja, lieber Herr Klimpel, liebe Frau Niggemann, dear Mr. Niemand Christensen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, nicht wundern bitte, Sie bekommen heute nicht ein zweites Grußwort der Deutschen Nationalbibliothek. Für die, die mich kennen, will ich gleich hier vorweg schicken, dass ich hier heute in meiner Rolle als eine Mitarbeiterin der Deutschen UNESCO-Kommission stehe und Sie im Namen des Vorstands der Deutschen UNESCO-Kommission hier gerne begrüßen möchte. Denn die Deutsche UNESCO-Kommission hat sehr gerne wieder die Schirmherrschaft übernommen über diese Tagung, die wir heute und morgen hier veranstalten. Sie hat das getan, da eben heute und morgen Themen behandelt werden, die auch für die UNESCO insgesamt und für die Arbeit hier in Deutschland besonders interessant sind. Das Programm der Tagung ist fokussiert auf Strategien zur Vernetzung und Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, die von Museen, Archiven und Bibliotheken entwickelt werden, um den Erhalt von kulturellem Erbe in digitaler Form zu sichern. Dabei liegt natürlich die Annahme zugrunde, dass Digitalisierung die große Chance bietet, den Zugang zum kulturellen Erbe erheblich zu erleichtern und damit einen wichtigen Beitrag zur Wissensgesellschaft der Zukunft zu leisten. Das Ziel dieser Veranstaltung steht damit also in vollem Einklang mit dem Ziel der UNESCO, Zugang zum Weltwissen im digitalen Raum zu fördern und harmoniert mit dem konkreteren Anliegen der Deutschen UNESCO-Kommission, den Zugang zu kulturellem Erbe für jedermann zu ermöglichen. Diese Anliegen kommen sowohl in den UNESCO-Programmen zum Erhalt des Erbes der Menschheit zum Ausdruck, als auch ganz aktuell zum Beispiel in der Debatte um offene Bildungsmaterialien, die sogenannten Open Educational Resources. Ein Zitat an dieser Stelle: Die digitale Transformation von Bildung ist keine Frage des Ob und Wann, sondern des Wie. Zitat Ende. So sprach der Präsident des slowenischen Parlaments auf dem 2. UNESCO-Weltkongress zu Open Educational Resources, der im September diesen Jahres in Slowenien stattfand. Und um die Frage Wie geht es ja auch ganz wesentlich in unserer Konferenz. Aber nicht nur Bildung, sondern auch Kultur ist ein ganz wesentlicher Faktor der UNESCO insgesamt. Und in beiden Bereichen sind natürlich Initiativen der UNESCO zu nennen, mit denen die Vision von inklusiven und nachhaltigen Wissensgesellschaften Realität werden soll. Ich nenne nur ganz wenige Beispiele. Mit dem Weltregister Memory of the World ist seit 1992 ein weltumspannendes digitales Netzwerk für dokumentarisches Kulturerbe entstanden. Buchbestände, Handschriften, Partituren, Unikate, Bild-, Ton- und Filmdokumente sind gesichert und zugänglich gemacht worden. Mit dem Eintrag in das UNESCO-Weltregister verpflichten sich die jeweiligen bestandshaltenden Institutionen für die Erhaltung der Materialien und den freien Zugang zu diesen Schätzen Sorge zu tragen. Und welche Chancen bietet die Digitalisierung konkret für die mit dem UNESCO-Welterbestatus ausgezeichneten Orte? Sie können sich's denken. Bereits heute ist die Digitalisierung von Kulturgütern entscheidend für den präventiven Kulturgutschutz wie auch zur Bestandsaufnahme an zerstörten Kulturerbestätten. Ein herausragendes Beispiel ist das Syrian Heritage Archive Project des Deutschen Archäologischen Instituts und des Museums für Islamische Kunst in Berlin. In diesem Gemeinschaftsprojekt werden die gesamten in Berlin vorhandenen Materialien zu Syrien digitalisiert, in einer Datenbank gesammelt und dann mit den Daten der syrischen Antikenverwaltung synchronisiert. Diese Daten bilden eine wertvolle Grundlage für einen hoffentlich bald erfolgenden künftigen Wiederaufbau in Syrien.
Im Rahmen des 2016 gegründeten Archaeological Heritage Network kooperiert die deutsche UNESCO-Kommission mit den archäologischen Forschungseinrichtungen zu Fragen des Wiederaufbaus des kulturellen Erbes in Syrien. Neben dem Kulturgutschutz, wie ich ihn eben beschrieben habe, bildet die Digitalisierung vor allem Chancen für einen barrierefreien Zugang zu Welterbestätten. Auch das ist ja ein Thema. Zugang muss so gestaltet werden, dass möglichst alle Menschen in die Lage versetzt werden, eine Kultur- oder Naturstätte zu erleben. Die digitale Vermittlung von UNESCO-Stätten per Smartphone, Tablet, Datenbrille oder Computer bietet die große Chance, wenn auch nicht im Original, so doch aber wenigstens digital, auch Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang zu diesen Stätten der Menschheit zu ermöglichen. Und nicht zuletzt ist uns wohl allen bewusst, dass neue Formen der Mensch-Computer-Interaktion, der sogenannten Augmented Reality, den Nerv der Zeit treffen und vor allem junge Menschen ansprechen. Junge Menschen müssen daher partizipativ in Überlegungen eingebunden werden, damit sie ihre eigenen Wahrnehmungen und Zugänge zum Erbe entwickeln, sich frei dazu verhalten, kritisch produktiv mit überlieferten und bestehenden Zugängen sich auseinandersetzen und damit arbeiten können. Hier muss die digitale Vermittlungsarbeit einen wesentlichen Beitrag leisten, um ein Bewusstsein für Identität, den gegenseitigen Respekt und das Gefühl der Solidarität zu schaffen. Diese Bewusstseinsbildung wiederum ist in unseren Augen, in den Augen der UNESCO, der Grundstein für die Bereitschaft, sich für den langfristigen Schutz und nachhaltigen Erhalt unseres kulturellen Erbes im weitesten Sinne einzusetzen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt viele Aspekte in den Zielsetzungen und in der Arbeit der UNESCO, die sich widerspiegeln, natürlich heruntergebrochen auf ganz konkrete Themen und Fragestellungen in den Präsentationen und Vorträgen in dieser Konferenz. Deshalb halten wir Veranstaltungen dieser Art für so wichtig und deshalb ist die Deutsche UNESCO-Kommission so bereitwillig und gerne die Schirmherrin dieser Veranstaltung. Im Namen des Präsidiums und des Vorstands wünsche ich der Tagung heute und morgen viel Erfolg und viele weiterführende Erkenntnisse. Herzlichen Dank.